Endlich legal. Nach jahrzehntelangem Kampf hat Kalifornien Marihuana legalisiert. Das hier sind die eigentlichen Blüten. Joints werden nicht mehr in Schmuddelecken gedreht, sondern in Fabrikhallen. Wir überführen den Illegalen in einen legalen Markt. Das macht mich froh. Wer nicht mitmacht, hat keine Chance. Eigentlich bin ich jetzt schon pleite, aber ich könnte mehr als pleite sein. Der Marihuana-Boom kam mit den Hippies in den 60ern. Marihuana ist ein wunderbares Zeug. Und es hat viele Althippies reich gemacht. Ich würde sagen, es ist immer noch eine Droge. Ja. Auch der Verkauf ist nun legal. Ausgewählte Shops bieten alles, was das Herz begehrt. Und der Staat verdient endlich mit. Im Industriegebiet von Arquita, im Norden Kaliforniens, hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Zwischen Baufirmen, Handwerksbetrieben und Autovermietungen hat sich eine Manufaktur besonderer Art niedergelassen. Hier werden im Akkord Joints gedreht, verpackt und versendet. Für die Mitarbeiter, allesamt begeisterte Marihuana-Raucher, ein Traumjob. Ich bin jetzt 49, habe also vor einer ganzen Weile angefangen. Ich habe schon Joints gerollt, bevor das legal war. Ich kann mich noch erinnern, als ich 16 war, dachte ich, den ganzen Tag rumsitzen und Joints drehen, das wäre doch der coolste Job aller Zeiten. Und jetzt auf einmal mache ich genau das. Ja, ich glaube, das ist ziemlich cool. Ich liebe Gras, also gefällt es mir, damit zu arbeiten. Ich rauche viel, kenne mich aus. Allein von der medizinischen Seite betrachtet. Es hilft unglaublich vielen Menschen. Das ist doch großartig. Es gibt jetzt diesen Markt für THC-freie Produkte. Das Zeug entspannt mich. Macht mich freundlicher, hilft mir, auf Menschen zuzugehen. Denn eigentlich bin ich introvertiert. Das ist einfach schön. Also, ich hatte das so. Rauch zwei Joints am Morgen, rauch zwei Joints am Abend. Ich mache das ziemlich oft. Ich liebe das. Natürlich muss man ab und an mal eine Pause einlegen, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Aber dann frage ich mich, warum eigentlich? Ich lebe am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Diese Sicherheitskameras gehören zu den Auflagen der Behörden, sowohl von der Stadt, vom Landkreis als auch vom Bundesstaat. Alles, was wir hier tun, tun wir, weil es von verschiedenen Regulierungsebenen vorgegeben wird. Die niedrigste Ebene ist die Stadtregierung von Arquita. Wir sind hier ansässig in der offiziellen Cannabis-Innovationszone. Hier dürfen sich alle Unternehmen niederlassen, die was mit Cannabis zu tun haben. Ob es jetzt um Transport, Verarbeitung, Vertrieb, Extraktion, Testverfahren oder Produktentwicklung geht. Möglich wurde das, weil Cannabis in Kalifornien offiziell legalisiert wurde. Die zuständige Überwachungsbehörde ist nicht mehr die DEA, das Drogendezernat, sondern das Bauamt des Landkreises. Wir haben den bereits existierenden Farmern die Möglichkeit eingeräumt, eine Übergangslizenz zu beantragen. Wir konnten fast 1.000 ausstellen, genauer gesagt 993. Diese Leute können jetzt staatliche Lizenzen bekommen und dürfen offiziell in den Markt einsteigen.
become part of the statewide market, to become part of the marketplace, to be known in the market. Wir überführen den illegalen in einen legalen Markt hier im Bundesstaat. Das macht mich froh. I feel really good about that. Kalifornien gehört neben Marokko, Mexiko und Afghanistan seit Jahrzehnten zu den weltweit größten Anbaugebieten für Marihuana. Das Zentrum des Anbaus ist Humboldt County, ein Landkreis im Norden des Bundesstaates, der nach dem deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt benannt wurde. Schätzungen zufolge haben in der Region in den vergangenen Jahren rund 12.500 Kleinfarmer Cannabis angebaut. Wie viele allerdings den komplizierten und teuren Genehmigungsprozess schaffen, ist offen. Cyrus Allen hat immerhin eine Vorstufe geschafft. Er gehört zu jenen rund 1000 Farmern, die eine provisorische Genehmigung des Landkreises bekommen haben. Das verschafft ihm immerhin Luft, die diesjährige Ernte noch einzufahren. Doch die Bestimmungen werden immer wieder angepasst. Was heute noch gilt, kann schon morgen Makulatur sein. Die Menschen in Humboldt County sind eine verschworene Gemeinschaft. Jeder kennt hier jeden. Und bei der Ernte hilft man sich gegenseitig. Terry Colder hat selbst eine Cannabis-Plantage, einige Hügel weiter. Doch für sie steht fest, sie steigt aus. Okay. Vor 2 Wochen habe ich ein paar CBD-Brownies gegessen. Das war phänomenal. Reines CBD oder CBD mit THC? Nein, reines CBD. Das hatte nicht diesen Das-Haut-Rein-Effekt. Es war, als wäre nur mein Körper high. Das fühlte sich unglaublich gut an. Das Tor kann offen bleiben. Am besten, wir fangen gleich hier an. Marihuana ist ein Krautprodukt der weiblichen Hanfpflanze. Genauer gesagt, die unbestäubten Blütenstände. Nur die werden geerntet. Was wir hier sehen, sind die eigentlichen Blüten. Wenn die getrocknet sind, kann man sie in einen Joint stecken, in eine Pfeife oder einen Bong. Oder man macht etwas anderes daraus. Öl oder Haschisch. Es gibt viele verschiedene Wege, diese Pflanze in etwas zu verwandeln, das die Leute wollen. Dieses Ding hier könnte, wenn es getrocknet ist, so 1 oder 2 Gramm ergeben. Das wäre eine vorgestopfte Marihuana-Zigarette und die verkaufen sich für $10 bis $30. And I think those are selling anywhere from $10 to $30 per marijuana cigarette that there is, or cannabis joint or whatever. Wie viel davon nach der Legalisierung beim Farmer ankommt, ist ungewiss. Fest steht, durch Abgaben und Steuern wird es erheblich weniger. The county of Humboldt. Der Landkreis Humboldt County hat mich offiziell als legalen Cannabis-Anbaubetrieb anerkannt. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich auch vom Bundesstaat anerkannt werde. Dazu muss ich noch einige Schritte durchlaufen. Zum Beispiel muss ich sicherstellen, dass meine Produkte zu jeder Zeit zurückverfolgt werden können. Es geht auch um den richtigen Umgang mit Wasser. Da muss ich Nachweise erbringen. Das ist ein andauernder Prozess. Viele der Leute hier kamen, bauten ein bisschen Pot an, kauften sich ein Stück Land und konnten um die Welt reisen. Das war ein leichter Weg, um an Geld zu kommen. Jetzt gibt es Leute, die ihre Immobilienkredite nicht zurückzahlen können. Es gibt schon 8 Liegenschaften, die zwangsversteigert werden. There's already 8 properties in Humboldt that are under foreclosure because these people haven't been able to make their mortgage. Widerstand gegen die Legalisierung ist zwecklos und mutmaßlich ruinös. 2 Jahre hatten die Farmer Zeit, die Lizenz zum Anbau von Marihuana zu beantragen. Wer das bis heute nicht getan hat, bekommt eine Abmahnung. Die Strafen sind drakonisch. Jamie hat versucht, unter dem Radar zu bleiben. Zum einen ist der Genehmigungsprozess aufwendig und vor allem teuer.
Zum anderen wollen freie Farmer sich aus Prinzip nicht alles vorschreiben lassen. Auch nicht die Legalisierung. Der Landkreis macht das ganz wunderbar, wie er die traditionellen Cannabis-Farmer los wird. Sie sorgen dafür, dass die Leute, die nicht genügend Geld für die Legalisierung hatten, verschwinden oder mitten im Prozess stecken bleiben. Es ist völlig klar, die beobachten uns und wenn du nicht gehorchst, verfolgen sie dich. Die Kontrolle ist einfach. Satellitenfotos werden mit dem Kataster abgeglichen. Wer ein Gewächshaus, aber keine Lizenz hat, bekommt Ärger. Hier hatte ich mein festes Gewächshaus, eine Bogenstruktur mit einer Rahmenkonstruktion aus Holz. Die Abrissankündigung war nicht genau ausgeführt. Es hieß nur unerlaubte Bauten. Mein Anwalt rief dort an und man sagte ihm, alles abreißen. Mittlerweile denke ich, es ging denen eigentlich nur um diese Gewächshäuser mit Plastikfolie, nicht um feste Gebäude. Ich habe es trotzdem abgerissen. So oder so habe ich bei dem Spiel nicht mitgespielt. Ich habe denen kein Geld gegeben, damit ich weiterhin ein Cannabis-Farmer sein kann. Ich hätte ihnen wohl einen Betrag X geben müssen. Es ist eben wirklich ein komplizierter Prozess. Es ist alles nicht ganz klar. Auf jeden Fall müssen die Leute jede Menge Hürden überspringen. Straightforward, it's really, they're making people jump through a lot of hoop. Soll ich die nehmen? Nach der ersten Abmahnung hatte Jamie 10 Tage Zeit, den Beweis zu erbringen, dass er kein Cannabis anbaut. Der erste Strafbefehl belief sich auf $10,000. Mittlerweile sind es 30.000. Civil penalty. Also hier steht's, eine Strafe von $10,000 zu zahlen innerhalb von 90 Kalendertagen. Theoretisch kann ich noch die nächsten 10 Jahre damit verbringen, diese Strafe abzuzahlen. Wenn ich dann endlich soweit wäre, mir den Cannabisanbau rückwirkend genehmigen zu lassen, wäre ich pleite und hätte kein Geld mehr, das umzusetzen. Eigentlich bin ich jetzt schon pleite, aber ich könnte mehr als pleite sein. Klar, das haben wir die ganze Zeit im Kopf. Wir versuchen uns nicht zu viele Sorgen zu machen. Wenn sie allerdings unser Grundstück pfänden, das wäre unser Tod. Sie wollen einfach die alten Hippies und angestammten Potfarmer loswerden und in die Pleite reiten. Garberville ist bis heute die inoffizielle Cannabis-Hauptstadt von Kalifornien. Bis vor wenigen Jahren tobte hier, zumal zur Erntezeit, das Leben. Vieles in der Gemeinde wurde mit Marihuana-Geld aufgebaut. Soziale Einrichtungen, Schulen und Altenheime. Doch der Rausch ist vorbei. Heute tanzen nur noch die alten Hippies auf dem Sommerfest. Sie haben jahrzehntelang für die Legalisierung von Marihuana gekämpft. Nun müssen sie erkennen, dass es ein Pyrrhus-Sieg war. Die neuen Zeiten, die mit der Legalisierung Einzug halten, bringen viel Unruhe und Ungewissheit ins Leben der Menschen. Immerhin haben sie die Mittel, die Unruhe zu bekämpfen. Der Zusammenhalt wächst und Zeiten wie diese machen uns stärker. Sind Sie immer noch optimistisch? Na klar, darum geht's doch im Leben. Optimismus. Mit Optimismus fing alles an. Ende der 1950er Jahre begann mit den Beatniks die Auflehnung der Jugend gegen das Establishment. Die Verschmelzung mit der Bürgerrechtsbewegung und der Protest gegen den Vietnamkrieg in den 60ern führte zu einer Gegenkultur, die weite Teile der amerikanischen Jugend prägte. Originalton einer zeitgenössischen Reportage.
Die neue Generation, seien sie Ausreißer oder Rebellen, nutzen Marihuana als ein Symbol ihrer Unzufriedenheit mit den Werten des Establishments. Es geht nicht nur darum, sich offen gegen gesellschaftliche Zwänge zu wenden. Sie suchen ein bewusstseinserweiterndes Abenteuer an einer ganz neuen Grenze. Wir sind umgeben von einer wunderschönen Energie. Eine Energie des Lebens, einer Energie der Liebe. Es ist eine Energie, die in allen Lebewesen wohnt. Eine Energie, die wir nicht kennen können, bevor wir geboren werden. Eine Energie, die uns erst verlässt, wenn wir sterben. Der Bestsellerautor T.C. Boyle hat Hippies und Marihuana-Farmer mehrfach zu seinen Romanfiguren gemacht. Er gehörte dazu und beschreibt die Zeit mit Humor und kritischer Distanz. Das war eine große Hippie-Idee. Einfaches Leben, raus aus dem Hamsterrad des Konsumkapitalismus. Wenn unendliche Scharen von Konsumenten auf den endlichen Planeten losgelassen werden, wird er auseinanderkrachen. Mit diesen Ideen im Kopf sind wir bis nach Alaska gereist, zur letzten Grenze. Aber können wir wirklich einfacher leben? Die Antwort ist nein. Wir sind zu viele und es gibt kein Zurück zu einer einfachen Zeit. San Francisco war das Zentrum der Hippie-Bewegung. Und die feierte 1967 mit dem Summer of Love ihren Höhepunkt. Heute, 50 Jahre später, sind die Schauplätze der Bewegung nur noch touristische Attraktionen und Pilgerorte für Alt- und Möchtegern-Hippies. Das Streben nach Freiheit, nach einem Leben außerhalb der bürgerlichen Zwänge und nach neuen Bewusstseinsebenen wurde natürlich von exzessivem Drogenkonsum begleitet. Freiheit in der Definition der Hippies hieß zuallererst, sich selbst zu befreien. Und dafür eigneten sich LSD und Marihuana vortrefflich. Auch der Soundtrack zum Lebensgefühl der Zeit kam aus San Francisco. Grateful Dead, Janis Joplin und Jefferson Airplane prägten die Rockmusik. Viele Hippies suchten indes ihr Seelenheil in der Flucht zu entlegenen Regionen außerhalb der Stadt. Beliebter Zufluchtsort? Humboldt County, wenige Stunden nördlich von San Francisco. Hier führten sie ein selbstbestimmtes Dasein und lebten von dem, was Mutter Natur hergab. Das Wichtigste? Der Staat sollte sich raushalten. Marihuana brauchte man vor allem für den Eigengebrauch und für die Freunde in der Stadt. Ja, Mann, wir saßen tatsächlich nackt in der Sonne. Wir konnten das alles nicht glauben. Wir kamen aus Los Angeles und dann sind wir plötzlich hier an diesem wunderbaren Ort, umgeben von diesen prächtigen Menschen. Marihuana ist eine milde psychedelische Droge. Du fühlst dich damit einfach gut. Ich meine hier drin. Marihuana ist ein wundervolles Zeug. Es hat aber einen furchtbaren Ruf. Viele der Hippies von damals haben es geschafft, statt ihr Leben zu träumen, ihren Traum zu leben. Dem Hanf beim Wachsen zusehen, surfen und fliegen. Ich bin ein Surfer. Ich darf fliegen, um zu surfen. Fliegen und Surfen sind sehr ähnlich. Ich habe das Fliegen schon geliebt, bevor ich den Pilotenschein hatte. Dan Gribby hat mit Gras genug Geld verdient, um sich seinen Traum zu erfüllen. Die Gewinnmargen waren vor der Legalisierung so groß, dass er sein Kleinflugzeug locker finanzieren konnte. Trotzdem, er war nicht gekommen, um reich zu werden, sondern um im Einklang mit der Natur zu leben. Die atemberaubende Berglandschaft an der Pazifikküste kann er immer noch genießen. It's still a beautiful place. Yep. Das hier ist immer noch ein wunderbarer Ort. Jetzt kommen wir über die letzte Bergkette, zur letzten Küste Kaliforniens. Hier ist Wildnis. Eine der schönsten Küsten überhaupt irgendwo auf der Welt.
This is one of the nicest stretches of coastline anywhere in the world, right? Well, I don't know about the world, but yeah. Die Leute, die hier anbauen, haben oft 40 Jahre Erfahrung. Die wissen, wie das geht. Diese Fähigkeiten kann man nicht einfach ersetzen. Unter jedem Gewächshaus gedeiht hier Marihuana. Wir haben hier schöne heiße Sommer und dann kühles Herbstwetter. Wenn es kalt wird, verbessert das die Farbe, den Geschmack und alles. Dan's Haus sowie seine Plantage liegen in bester Lage am Sermon Creek. Auch er kam einst im Zuge der Hippie-Wanderung nach Humboldt County. Sein Haus baut er gerade aus, denn er sieht durchaus eine Zukunft im Geschäft mit dem Gras. Mittlerweile bearbeitet er seine Plantage zusammen mit seinem Sohn, ein Familienbetrieb. Ich denke schon, dass ich ein Hippie bin. Die Hippies hatten dieses Ding, zurück aufs Land. Es fing damit an, dass du deinen Garten hattest und Marihuana anbaust. Wir dachten ganzheitlich. Wir sorgten für das Land, beuteten es nicht aus. Ich wünsche mir, dass das weitergeht. Wir werden das fortführen. Meine Kinder denken auch so. Wir hoffen darauf, dass die Einzigartigkeit dieser kleinen Betriebe erhalten bleibt. Wir müssen das machen wie im Weinbau und Nischenmärkte besetzen, eigene Labels und Sorten entwickeln. Das haben andere bereits in der zweijährigen Übergangsphase zur Legalisierung gemacht. Auf der 16 Hektar großen Winterbourne Farm in Honeydew im Süden des Humboldt County werden jährlich rund 1500 Pfund Marihuana geerntet. Besonderer Wert wird dabei auf Umweltverträglichkeit und den Verzicht auf Pestizide und Herbizide gelegt. Die Steuern und Gebühren für die Ernte müssen die Farmer allerdings im Voraus zahlen. Und der Genehmigungsprozess ist teuer. Bis zu 40.000 Dollar haben einzelne Farmer berappen müssen. Nur wer das nötige Kapital hat, kann jetzt in die Zukunft investieren. Und nur wer einen langen Atem hat. Denn zurzeit ist der Preisverfall für Cannabis dramatisch. Noch vor 3 Jahren kostete ein Pfund 1.200 Dollar auf dem Schwarzmarkt. Heute ist der Preis wegen des Überangebots um bis zu 75% eingebrochen. Zu besten Zeiten des Marihuana-Business konnte man mit einer einzigen Ernte noch ein kleines Vermögen verdienen. Davon ist heute keine Rede mehr. Vor 5 Jahren bekam man dafür noch ganz schön Knete. Kommt natürlich darauf an, wie viel man für einen Pfund bekommt. Ich glaube, es müssten so 4.000 gewesen sein. So oder so, es ist schon ein ordentliches Sümmchen. Trotz Preisverfalls und vielerlei Unsicherheiten wegen der permanent wechselnden Bestimmungen, viele, gerade junge Menschen, begrüßen die Legalisierung. Also ich persönlich mag die Legalisierung. Früher musste ich mitten im Nirgendwo in einer 32 Grad heißen Hütte schwitzen und mich verstecken. Jetzt arbeite ich in klimatisierten Räumen. Es ist leichter geworden für die Leute, die die Arbeit tun. Es gibt aber auch die, die sich so sehr ans Versteckspiel gewöhnt haben, dass sie jetzt ungern aus dem Unterholz kommen. Aber ich bin jünger. Ich war in den Zeiten, als sie Jagd auf die Farmer gemacht haben, nicht dabei. Ich kann mich besser anpassen an die neue Zeit.
Eine der vielen Auflagen, die mit der Legalisierung verbunden sind, ist das sogenannte Cannabis Trace and Track Program. Danach muss jede Pflanze von der Saat bis zum Endverbraucher zurückverfolgt werden können. Jeder 10 cm hohe Setzling wird mit einer Etikette versehen. Auf maschinenlesbaren Barcodes werden alle Daten festgehalten. Farm, Besitzer, Gewächshaus, Sorte und Datum. Diese Etiketten werden nach der Ernte zusammen mit der Pflanze an den Weiterverarbeitungsbetrieb geliefert. So gelangen die Daten auf jede Packung. Und der Weg jedes einzelnen Joints kann bis in sein Gewächshaus zurückverfolgt werden. Bei Scott Davis werden nicht nur die Pflanzen seiner eigenen Plantage verarbeitet. Er hat eine Art Kooperative gegründet und bezieht den Rohstoff für seine Marke Humboldt Legends von 5 weiteren Farmen. Die Etablierung als Marke ist für ihn überlebenswichtig. Denn jetzt schon steht fest, die Konkurrenz wächst rasant. Und in den nächsten Jahren wird es einen harten Verdrängungswettbewerb geben. So this is fresh OG Kush. Das hier ist frisches OG Kush. Das wird in etwa 2 Wochen verkaufsfertig sein. Vorher werden noch Tester kommen, die die Schadstoffbelastung oder etwa Schimmelbelastung prüfen. Das gehört zur Qualitätskontrolle. Scott Davis ist seit Mitte der 1970er Jahre in Humboldt County und züchtet seitdem Marihuana. Illegal. Doch als 2015 die Legalisierung und eine Übergangsphase von 2 Jahren beschlossen wurden, war er einer der ersten, die eine Lizenz beantragt haben. Die Zeit nutzte er konsequent zur Professionalisierung seines Betriebs. Sehr viel von dem, was wir hier tun, ist überhaupt nicht neu. Hier geht es um abgepackte Verbrauchsgüter. Das ist nichts Neues, es ist nur neu bei Cannabis und neu bei Cannabis in Kalifornien. Das Tolle hier ist, dass ich in meinem Team einen riesigen Erfahrungsschatz aus dem Cannabis-Business habe. Außerdem, mein CEO kommt aus der Unternehmensanalyse. Meine Logistikleute kommen aus der Branche, von FedEx und UPS. Bringing in people that have logistics and shipping experience from companies like FedEx or UPS. Das sind die Fertigkeiten, die wir brauchen. Im Kern geht es um abgepackte Verbrauchsgüter. San Francisco ist mit seinen 870.000 Einwohnern eine für amerikanische Verhältnisse kleine Stadt. Und doch ist sie seit Jahrzehnten die unumstrittene Hauptstadt des Cannabis. Neuerdings kann der Stoff in sogenannten Dispensaries gekauft werden. Die Läden gab es bereits vor der Legalisierung. Doch Marihuana konnte offiziell nur auf Rezept als Medikament gekauft werden. Hello. Die einzige Bedingung heute, Käufer müssen über 21 sein. Bei Jugendlichen, das ist sicher, kann Cannabis eine verheerende Wirkung auf die Entwicklung des Gehirns haben. What do you guys got going on? What am I gonna like off the Spark Farm? Basically the basic retail experience, right? So what we're doing. Als Branche haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Vom medizinischen Marihuana zum Genussmittel für Erwachsene. As we move away from a traditional medical cannabis market and into an adult use market. Auch die Läden müssen sich auf diese neue Zielgruppe einstellen und sich anders präsentieren. Etwa mit einem breiten Angebot für jeden Geschmack. Von hier nach dort finden wir die 3 unterschiedlichen Grundsorten. Dosativa, Hybrid, Indica. Von jeder Sorte haben wir unterschiedliche Produkte. Hier die Konzentrate, diese hier sind für die Vaporisatoren. Hier noch ein paar Kartuschen. Das hier ist eine Dose, fabrikversiegelt.
Einige sind auch in Tüten verpackt, wie die hier oben. Alles muss vorverpackt sein. Wie Sie an all diesen Boxen sehen können, haben wir jede Menge unterschiedlicher Produkte. Einige wurden im Gewächshaus, andere draußen gezogen. Die aus dem Gewächshaus kosten 60, 70, manchmal sogar 80 Dollar, wenn es seltene Sorten aus einer besonders bekannten Produktion sind. Die Freilandsorten kosten zwischen 20 und 40 Dollar. Der Preis kann sich also verdoppeln. Das hat sehr viel mit den persönlichen Vorlieben zu tun. Versierte Cannabiskenner wollen nicht immer die höchste Konzentration von THC oder CBD. Wenn es um Geruch und Geschmack geht, liegen die Freiluftgewächse oft vorn. Die sind dann vielleicht nicht so stark, aber darum geht es eben oft auch gar nicht. Die wenigsten Kunden sind erst seit der Legalisierung auf den Geschmack gekommen. Marihuana ist in San Francisco mitnichten eine Jugenddroge. Viele ältere Herrschaften rauchen Cannabis seit ihrer Zeit als Hippies. In den frühen 70ern hatte ich einen Bewusstseinswandel. Ich beschäftige mich seitdem mit Zen-Buddhismus, makrobiotischer und vegetarischer Ernährung. Und nicht zu vergessen Yoga. Gute Angewohnheiten eben. Der Einsatz von Cannabis als Medizin ist mittlerweile unumstritten, auch wenn dessen Wirkung noch nicht vollständig erforscht ist. Womit es wirklich angefangen hat, ist die AIDS-Krise hier in den USA in den 80ern und 90ern. Als die Epidemie ausbrach, haben wir einen Weg gefunden, Menschen durch Cannabis zu helfen. Weil San Francisco so eine offene, fortschrittliche Stadt war, war hier der richtige Ort, um den Legalisierungsprozess zu starten. Hippies, Homosexuelle und Andersdenkende prägen San Francisco bis in die heutigen Tage. So ist es auch kein Wunder, dass die Straßen noch immer ein Treffpunkt für Nostalgiker, Kiffer und Aussteiger aus aller Welt sind. Hier, wo wir jetzt gerade stehen, ist wirklich das Epizentrum dessen, was damals in San Francisco geschah. Hier ging's los mit der sogenannten Counterculture und auch der Musik. Amerikanischer Rock'n'Roll von 1966 bis 72. Das kam alles hier aus diesem Viertel. Im Sommer 1969 sind dann viele Leute von hier mit der Zurück-aufs-Land-Bewegung in den Norden gezogen und haben dort in den Hügeln von Humboldt County und Mendocino County Cannabis angebaut. Doch es ging ihnen um mehr. Die Neusiedler engagierten sich aktiv für Umweltschutz und gegen die Kriminalisierung von Marihuana. Mit zivilem Ungehorsam oder auch satirischen Liedern. Oh, I live in the mountains. I plant my seed in the ground. I grow the great Sansomia. I grow a 2,000 pounds. I grow a 2,000 pounds. One ton of marijuana. I grow a one ton of marijuana. One ton of marijuana. I grow a one ton of marijuana. And when the sheriff he comes by to charge me with drug abuse, I say, hey man, this is legal. It's for my personal use. It's for my personal use. One ton of marijuana. Smoke a one ton of marijuana. One ton of marijuana. I smoke a one ton of marijuana. The funny thing is,
Das Lustige ist, als ich den Song 1996 schrieb, hätte nie im Leben jemand geglaubt, dass mal jemand eine Tonne Marihuana erntet. Damals waren schon 100 Pfund so unglaublich viel. Das waren schon Mafia-Dimensionen. Heute ist 100 das neue 20. Nein, eigentlich ist 100 das neue gar nichts. In fact, 100 is the new nothing. 1996, als Daryl das Lied schrieb, war auch das Jahr, in dem der Marihuana-Anbau eine neue Dimension erlebte. Denn da wurde er erstmals für medizinische Zwecke offiziell erlaubt. Everybody in. Everybody stay in. Wer allerdings anbauen durfte, für welche Krankheiten Marihuana zugelassen war und in welchen Mengen, blieb völlig ungeklärt. Das war das Einfallstor für einen unkontrollierten und unkontrollierbaren Schwarzmarkt. Eine Lizenz zum Gelddrucken. Und der Anfang vom Ende des Hippie-Traums. Ich habe viel auf Facebook gepostet über Marihuana und den Zusammenbruch von Humboldt County. Das hier ist der Shadow, die älteste Anarchistenzeitung von New York City. Da habe ich dann alles mal aufgeschrieben und habe die Titelseite bekommen. Die Rekriminalisierung von Cannabis. Was man über Humboldt und Garberville wissen muss, ist, dass dies hier die Hauptstadt des Marihuana-Anbaus für die gesamten Vereinigten Staaten ist, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Ich meine nicht allein zahlenmäßig, sondern es geht vor allem um den Geist, der hier herrscht. Hierher kamen die Hippies im Sommer 1969 aus San Francisco und von überall her. Hier wurde Sensamilia entdeckt, die Zucht der ausschließlich weiblichen Pflanzen. Hier haben die Leute Gemeindehäuser und Gesundheitszentren und Krankenhäuser und Radiostationen und Altenheime gebaut. Hier ist der Traum der 60s zur Realität geworden. Und die Wahrheit ist, das alles war nur möglich, weil Marihuana-Anbau illegal war. Und ob der Dimensionen war der Staat völlig überfordert. CAMP, so heißt die Abkürzung für die staatliche Kampagne gegen den Anbau von Marihuana. Und die gibt es immer noch. Die kamen in ihren Helikoptern. Ach, was rede ich? Der Song erzählt alles. Now Bobby and Susie were dead broke, had nowhere they could go. Someone told them in Northern California they could make some dough. All they need is a plot of land and 9 or 10 little seeds. Where Reagan blew the economy, Mother Nature would succeed. Now everything was going fine for the first year or two. They spent their money back in town, and boy, how that town grew. They never hurt nobody, but somebody took offense. And that's when the campaign against marijuana planting did commence. It's camp, with their helicopters, it's camp, with their reject coppers, it's camp, come to confiscate the land. It's camp. Mit seinen Liedern und Aktionen kämpft Daryl gegen den Raubbau an der Natur. Nicht zuletzt durch seinen Einsatz wurden die weltweit einzigartigen Redwoods zum Naturreservat erklärt. Die Legalisierung sieht er als unzulässigen Eingriff des Staates, mit dem einzigen Zweck, mitzumischen im Cannabis-Geschäft. Im Moment ist es hier wie bei den Dünen von Namibia. Die sehen jeden Morgen wieder anders aus. Es gibt viel Verunsicherung, Durcheinander, Ärger, Gier, Desillusionierung, Leugnung. Viel Leugnung. Falsche Hoffnung, zerfallene Träume, bedrohte Heimstätten. Politiker von ihrer schlimmsten Seite, im Angriff und in der Verteidigung. Es ist ein freies Land. Dies ist ein freies Land. Zumindest war es das mal vor Trump. Und die Regierung ist ja nicht unsere Mama und Papa. Prohibition funktioniert einfach nicht.
Das hat ja die Alkoholprohibition in den 1920er Jahren gezeigt. Und bei den Hippies funktioniert das genauso wenig. Kann nicht und wird nicht funktionieren. Also ich finde, die Regierung hat nicht das Recht, den individuellen Drogenkonsum zu verbieten. Daran, dass die Legalisierung von Marihuana tatsächlich flächendeckend durchgesetzt werden kann und der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird, bestehen erhebliche Zweifel. Bis heute hat nur 1% der Cannabis-Farmer den Genehmigungsprozess durchlaufen. Und weil zurzeit gerade ein Generationenwechsel stattfindet, sind Voraussagen schwierig. Cheryl Woodward hat ihre Plantage nur gepachtet. Die Eigentümerin Susan Combs kommt immer wieder vorbei, als Ratgeberin oder nur zum Kaffeeklatsch. Ich glaube, das wird ein gutes Jahr. Das hier ist Blueberry Diesel. Diese Pflanze hatte schon den ersten Schnitt. Das, was jetzt noch dran ist, ist für den zweiten. Du hast nur eine Gelegenheit pro Jahr, Samen aus einer bestimmten Sorte zu ziehen. Dann musst du wieder bis zum nächsten Jahr warten. Eine Sorte zu züchten ist ein sehr langer Prozess. Hier in der Gegend findet man Familien, die bestimmte Sorten über Generationen gezüchtet haben. Nach einiger Zeit passt sich die Pflanze dann den lokalen Gegebenheiten an, dem Klima, dem Boden. Nicht nur die Sorten, auch das Wissen und die Erfahrung wurden über Generationen weitergegeben. Die Expertise der Menschen in Humboldt County ist unerreicht. Das ist ihr Wettbewerbsvorteil. Die sind schon fast trocken genug, um sie abzunehmen. Da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit drin. Man kann die Stiele noch biegen. Wenn man die Pflanzen anfasst, sind sie kühl. Das heißt, es ist noch eine Menge Wasser drin. I would say yes, it is still a drug. Yeah, like coffee. Ja, das ist immer noch eine Droge, wie Kaffee oder Tabak. Man kann es auch medizinisch anwenden. Das hat eine gewisse Komplexität. Es ist auf jeden Fall eine Droge. Ich mag es als Pflanze. Ich rauche es selbst. Es macht einen so großen Teil meines Lebens aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich das nicht mehr hätte. Wir leben in einer für beide Seiten gedeihlichen Beziehung. Fest steht, ganz so harmlos ist Cannabis nicht. Viele Experten betrachten es als Einstiegsdroge und nicht als Medikament. Man konnte einen sogenannten 215er bekommen. Das ist die Genehmigung, medizinisches Marihuana anzubauen. Ja, mit medizinischen Problemen. Da haben die Leute plötzlich im gesamten Freundeskreis medizinische Probleme erkannt. Und sie haben alle Pflanzen am selben Ort gehabt. Natürlich waren alle richtig krank. Grauer Star, Menstruationskrämpfe. Ja, richtig. Und das war tatsächlich der Anfang vom grünen Rausch. Ich glaube, der Höhepunkt war letztes Jahr. Hier war ein unglaublicher Verkehr. Lkw fuhren die Berge rauf und runter. Sie brachten Wasser, Erde und Arbeiter. In der Stadt war die Hölle los. Es fühlte sich an wie eine richtige Industrie. Ein Großteil dieser Leute hatte aber keine Verbindung zu diesem Land. Die wollten einfach nur Geld machen. Ihre Motivation war nicht das Landleben. Sie waren einfach hier. Ich versuche, optimistisch zu sein. Was sonst? Das ist schließlich mein Lebensunterhalt. Das heißt, ich versuche, den Job so gut zu machen, wie ich kann. Mit Liebe und Hingabe. Und hoffe, damit Erfolg zu haben. Wenn nicht, muss ich irgendwann einen Plan B haben. Wir können auch arm sein. Ein halbes Jahrhundert haben Cannabis-Farmer für die Legalisierung gekämpft. Nun drohen sie, die ersten Opfer zu werden. In der zweijährigen Übergangsphase hat gerade mal 1% eine Lizenz erworben. Der Schwarzmarkt wird weiter blühen und dem Legalen das Leben schwer machen.
Die letzten Hippies wird's freuen. Und 1971 traf sich regelmäßig eine Jugendgruppe im Golden Gate Park. Immer um 4.20 Uhr, um eine legendäre, verlassene Marihuana-Plantage zu suchen. 4.20 ist seitdem ein Codewort für Cannabisraucher und der Park die Raucherecke der Stadt. Die rauchen hier überall, das ist Teil der Kultur. Also das ist Hippie Hill. Hier kommen die Leute am 20. April zusammen, das ist ein großer Feiertag. Dann kommen viele Tausend zusammen und zünden am 20.04. um 4.20 Uhr einen Joint an. Tens of thousands of people show up at the park and at 420 on 420 they just all light up a joint. Dieses Jahr, als wir das erste Mal den Feiertag legal begehen konnten, sind mindestens 20.000 Leute hergekommen. Man kann sich vorstellen, wie hier eine riesige Rauchwolke über dem Park stand und alle jubelten, weil Marihuana in Kalifornien jetzt legal ist. So, we were here for that. That was an incredible moment. So. Die Stadt ist voller Reminiszenzen einer längst vergangenen Zeit. Während die alten Hippies aber noch tanzen, machen smarte Start-ups schon das große Geschäft mit dem Gras. Immer mehr wird auf Diversifizierung gesetzt. Marihuana-Rauchen soll raus aus der Schmuddelecke und sich als Lifestyle etablieren. So versprechen sich die umtriebigen Geschäftsleute, neue Zielgruppen für das süße Kraut zu gewinnen. Also, was gibt's? Wir haben all das. Da sind die fertig gerollten. Okay. It's not an Etch-a-Sketch, right? So we got all kinds of pre-rolls. All right, let's do in the pine. Oh, in den Pinien. Das klingt spannend. What do you want to do? Girl Scout cookie infused. I mean, the medicones, like, what do you recommend? Guck mal weiter. Mach ich. Diesen ganz gut. Ach, das ist Kosher Kush. Das ist auch ein ganz guter Preis. Die hochqualitativen Produkte aus Humboldt County müssen sich schnell etablieren. Denn bereits jetzt zeichnet sich eine klare Entwicklung ab. Der Großteil der neu vergebenen Lizenzen ging nach Südkalifornien. Dort wurde bisher zwar nie Cannabis angebaut, aber die Flächen sind groß und verkehrstechnisch gut erschlossen. Die Multis drängen in den lukrativen Markt. Das ist ein sehr schön vorgedrehter Joint mit einem Mundstück aus Glas. Der hat $33 gekostet. Realistisch gesehen sind in so einem Joint, mal unabhängig von Steuern und Produktionskosten, sind hier ungefähr 1,5 Gramm Marihuana drin. Das hat Ende letzten Jahres vor der Legalisierung $5 oder auch nur $4 gekostet. Aber dazu kommen jetzt die Steuer und die ganzen Kosten wegen der Legalisierung. Der Markt ordnet sich gerade neu. Und das belastet natürlich das Portemonnaie des Verbrauchers. Aber aus Erfahrung mit anderen Bundesstaaten wissen wir, dass der Preis Jahr für Jahr wieder fallen wird, weil das zu einem normalen landwirtschaftlichen Produkt wird. Es gab in diesem Jahr schon einige hochdotierte Übernahmen, darunter die Heineken-Gruppe oder der Getränkekonzern Constellation. Mehrere große Produzenten alkoholischer Getränke haben bereits erhebliche Investitionen in die Cannabis-Industrie getätigt. Das Geschäft mit dem Rausch läuft immer. Oh nein, danke, ich bin ausreichend high. Die Luxus-Lounge auf der Mission Street bietet Entspannung. Ob gestresste Start-up-Millionäre oder überforderte Mütter, jeder kann hier nach eigener Fasson high werden. Vor 50 Jahren sind die Hippies angetreten, mit Drogen dem Konsumrausch zu entfliehen und dem Kapitalismus die Stirn zu bieten. Sie haben die Abgeschiedenheit gesucht und sich in Bewusstseinserweiterung geübt. Doch das System, das sie nicht ändern konnten, hat sie nun überholt.
Die Legalisierung von Marihuana ist der Anfang eines Milliardengeschäfts und das Ende der Hippie-Kultur.